Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren GTA 4 Mod-Vorstellung. Ja, ich habe ein anderes Spielermodell genommen, einfach damit man alles besser sieht. Ja, heute habe ich ja mal wieder eine Mod ausgesucht, und zwar eine Waffenmod. Und zwar die Mosin Nagant. Ja, ein Zweiter Weltkriegs, sogar vor Zweiter Weltkriegs, Gewehr aus Russland. Und ja, ich habe wie immer Custom, also beziehungsweise definierte... Oh Gott, wie heißt das? Settings unten in der Beschreibung. Es ersetzt das M40A1 oder einfach das Sniper Rifle, das normale ist Holz. Was ich zum Beispiel verändert habe, ist, ich habe die Reichweite runter, den Schaden hoch und alles. Also ich habe ganz viel gemacht. Dann Munition hat man... Oh, ich habe noch... Nein, das wollte ich nicht. Wartet. No reload, never wanted, disabled. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ah. So. So, man hat maximal 45 Schuss und 5 im Magazin, so wie die richtige Mosin Nagant. Und ja, was aber die größte Veränderung ist, habe ich auch eine andere Mod gezogen. Anstatt wie bei einem Scharfschützengewehr richtig durchzugucken, auch wenn es visiert, habe ich es gemacht, dass man so zielen kann. Das sieht zwar ein bisschen schlecht von der Animation aus, aber ich finde das irgendwie viel interessanter und gefällt mir auch besser. Und ja, dann wollen wir natürlich mal die Waffe im Feldeinsatz sozusagen testen. Und dann machen wir mal Never Wanted aus. Und schau mal, wie sie schlägt. So, hier haben wir schon mal einen harten Stoß, wie man schon sieht. Also sie stößt die Gegner richtig weit zurück. Und auf Brust... Und zwar wieder... Ich will nicht die Hände treffen. Ich habe schon das zweite Mal die Hände getroffen. Auf jeden Fall ist es eine sehr gefährliche Waffe. Sie macht viel Schaden. So, und jetzt in die Hüfte war zum Beispiel ein... Fast One-Hit. Jetzt kommen sie auch endlich. Na, er ist halt eben down. Wie ihr seht, sie ist auch nicht die genaueste auf die Entfernung. Das hätte ich ein bisschen anders machen können. Könnt ihr aber manuell machen. Ihr müsst einfach nur einen Guide angucken, wie man das so verändert. Oder ich habe das einfach schon... Ne, die Datei, die ihr runterladet, da habe ich schon verbessert. So, und jetzt seht ihr halt eben, Kopfschuss ist es selbst gegen Helm und alles ein One-Hit. Und dann auf den Bauch ist es auch mit Panzerung ein Schuss. Also es ist eine richtig tödliche Waffe. Dann aufs Bein, wartet. Macht es halt eben... Mit Weste etwa 4 Schuss. Jetzt habe ich noch verfehlt. Etwa 4 Schuss. Nein. Also 3 bis 4 Schuss ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Waffe. Ich habe auch noch die Zeit zwischen den Schüssen erhöht auf 3 Sekunden zwischen Schuss. 1, 2, also etwa 3. Ich weiß nicht genau, ob es ganz funktioniert. Ich kenne mich auch nicht hundertprozentig aus mit dem Teil. Aber wenn ihr einfach aus ein bisschen Entfernung, so zielt ihr, und dann wollt ihr einfach nur Brustschuss, Brust- oder Kopfschuss, und schon ist euer Ziel garantiert erledigt. Und es sieht einfach cool aus. Weil ihr so eine Zweite Weltkriegsmosin Nagant habt, das sieht immer gut aus. So. Wir können uns zum Beispiel, komm, wir machen mal, jetzt habe ich mir auch so ein Geld gegeben. Ups. Ah, bam, 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 bam. Machen wir mal hier rauf und schießen mal den Piloten raus. So, der hat natürlich eine blöde Position gehabt. Geht's hier noch? Ja, die kann man jetzt nicht so geil runter sein, aber wir können die da hinten in der Theorie treffen. Würde ich den zielen können. Aber jedenfalls ist es auf jeden Fall eine sehr gute Waffe mit meinen Schüssen. Das Model ist auch eigentlich ziemlich gut gemacht. Es ist ein bisschen zu klein, also es entspricht nicht der richtigen. Aber ich denke mal, das ist vertragbar, vor allen Dingen, weil man die Waffen ja auch nicht unbedingt... bestaunen will, sondern einfach sie benutzt. Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat, und ja, wie gesagt, Download Link zu meinen Einstellungen und zu der Waffe natürlich auch selbst sind wie immer unten in der Beschreibung. Falls ihr Vorschläge habt für andere Mods, postet sie einfach in die Kommentare, und ja, danke fürs Zuschauen, hoffe, es gefallen hat, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, euer GCG.